Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar befinde ich mich mal wieder auf Lost Place Tour. Ich bin unterwegs bei uns in Franken und habe da was Kunden. Das zeige ich euch jetzt mal. Das ist ein ehemaliges USAM Army Gelände. Ja, und da bin ich jetzt gerade drin. Ich schalte mal um. Ja, hier seht ihr das. Das ist ein altes Gebäude. Ist nicht mehr viel drin, wie es aussieht. Hier hinten ein Teppich. Hier oben. Seht ihr, der Putz kommt schon runter. Ja, dann gehen wir mal weiter. Das ist ein ehemaliges altes Gelände. Schon sehr. Hier sind noch ein paar Räume, wie ihr seht. Hier auch. Hier ist noch ein alter Teppich drin. Hier geht es wieder runter. Die Tür ist leider zu, da habe ich schon geschaut. Also da ist nichts mit reinkommt. Aber ihr seht, alles ist schon komplett runtergekommen. Ne? Schon komplett rotten. Das coole Gelände hier. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal durch und schauen, was wir finden. Also ihr seht, alte Anlage. Schon krass, ne? Das ist jetzt ein alter Kühlschrank oder so gewesen. Female. Aber Toiletten sind zu. Hier sind die alten Herrentoiletten. Aber da haben sie schon wieder alles kaputt gemacht, die Spastis. Das ist ein Riesengelände. Unfassbar geil. Ja. Was das hier war, keine Ahnung, Dusche oder so. Würde ich jetzt mal vermuten. Ne? Ich vermute es mal, hier steht nämlich Boiler. Ja, wie gesagt, das ist ein altes, ehemaliges Armeegelände. Es scheint hier Küche gewesen zu sein. Es scheint hier die Küche gewesen zu sein. Wahnsinn, guckt euch das an. Unfassbar wie groß, ne? Saukrank. Mal hier rein. Ja. Lasst es auf euch wirken, Alter. Sau heftig. Und es verfällt vor sich hin. Unglaublich, oder? Wahnsinn. Ihr seht ja, es ist ein riesen Areal, ein riesen Gelände. Mega. Absolut krasser Scheiß. Verrückt. Schauen wir noch mal, ob hier die Tür offen ist. Ich glaube es zwar nicht, aber einfach mal schauen. Die ist dicht. Dann wird die andere auch zu sein. Ich glaube nicht, dass die andere offen ist. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die andere offen ist. Nee, ist auch zu. Alles ist auch zu. Ja, aber geile Location. Also ja, ist rotten. Leider steht nicht mehr allzu viel drin, wie ihr jetzt in dem Video gesehen habt. Aber ja, ich dachte, das in der Nähe von uns ist, nehme ich es mal mit. Ja, und das sieht ja nicht mal so schlecht aus. Hätte ich jetzt mal behauptet.
das hier gehört auch noch zu dem ehemaligen Militäranlage, wo ich war. Das hier scheint so ein alter Bunker zu sein oder irgendwas in der Richtung. Hat sich hier jemand breit gemacht, hat hingelegt zum Schlafen oder was hier? Das ist auch ein Riesenteil, wenn sich das mal so anschaut. Ne? Unfassbar, wie riesig das ist. Das sieht von außen gar nicht so aus. Ne? Mal so aufpassen, wo wir hintreten. Krasser Scheiß, wie groß das Ding ist. Hier geht es noch weiter. Verrückt. Hier scheint die alte Anlage gewesen sein zum Warmen. Also Gastherme oder sowas. Schon krass, also wie groß das Teil ist. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Krasser Scheiß. Das ist ein ehemaliges Versorgungslager oder irgendwas in der Richtung. Also ist schon verrückt, wenn man sich das Ganze mal so anschaut. Ne? Hammer. Und das mitten bei uns in Oberfranken. Also vieles von den Amerikanern, was man so kennt, ist halt jetzt nicht mehr in Nutzung und dadurch ja eben lost. Krasser Scheiß. Ja, meine Damen, hier geht's weiter. Also quasi ist auch von der ehemaligen US Army und das scheint so ein, ja, wie soll man sagen, Versorgungslager gewesen zu sein, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, sau, sau geil. Also das ist hier so ein, ihr seht hier lauter, ich sag jetzt mal Regale und so, also vermute ich mal ganz stark, dass das hier ein Versorgungslager war. Dank der Amis haben wir jetzt auch noch ein paar Lost Places bei uns. Hätte ich jetzt mal behauptet. Aber ist mega, weil sonst hätte ich ja keine Arbeit. Ne? Sonst könnte ich euch ja nicht mit Videos versorgen, wenn das nicht so wäre. Hier seht ihr das. Leider, wie halt bei vielen zugänglichen Lost Places, alles schon ziemlich zerstört, wie ihr seht. Ne? Aber da sieht man mal, was die Amis bei uns für einen Versorgungsaufwand betrieben haben. Ne? Krass, krass, krass. Ja, also ich finde das überwältigend. Hier haben sich auch ein paar Graffiti-Künstler verewigt. Draußen habe ich jetzt auch gerade jemanden getroffen, der hier ein bisschen sprüht. Ups, Licht aus, Licht an. Also heftig, wie groß das ist, ne? Sau heftig, das Ding ist ja echt riesig. Das haben wir jetzt gerade von unten gesehen. Schaut euch das an. Das ist echt heftig. Gut, was ich nicht so toll finde, ist das hier, ne? Wenn ihr euch das mal so anschaut, dass halt hier dann alles rumgeworfen wird. Aber eine krasse Location, wenn man sich das so anguckt. Schon verrückt.
Hier hinten geht es dann auch weiter. Hier auch. Wo gehen wir als erstes lang? Ich würde sagen, machen wir es mal das hier. Also ich finde es echt faszinierend, wie riesig das ist. Hier haben sie so Kühlgeräte gehabt oder Kühlkammern oder so. Ja, hier Kühlkammern. Schaut euch das an. Krasser Scheiß, oder? Das ist ja unfassbar, wie viel oder wie groß die Kühlkammer ist. Wahnsinn. Also es ist schon echt krass, wenn man sieht, wie groß das hier alles ist. Das hier hinten scheint auch nochmal so ein Versorgungslager gewesen zu sein. Das ist schon echt Wahnsinn, wie riesig das hier alles ist. Kühlkammer, Kühlkammer. Aber man kann es auch riechen, dass hier ein bisschen Fleisch und so Geschichten gelagert waren. Das ist schon echt verrückt. Da hinten waren wir jetzt gerade. Krasser Scheiß. Schon echt Wahnsinn. Heftig, heftig. Ja, also haben wir den kleinen Versorgungstrakt auch mal gemacht. Und krass, wie die Natur sich das jetzt hier wieder Stück für Stück zurückholt. Da unten bin ich jetzt nicht rein, weil da hätte ich eine Watthose gebraucht. Seht ihr das? Da hätte ich eine Watthose gebraucht, weil da sind locker 30 cm Wasser drin. Naja, gut. Aber ist schon nice. Wenn man bedenkt, dass das halt ja mitten bei uns in Oberfranken ist, krasser Scheiß. Ja, wie gesagt, wie man halt hier dann wieder sieht, ziemlich viele Graffitis halt im Endeffekt, ne? So ist es halt, wo ich jetzt gerade hier angekommen bin, habe ich auch jemanden getroffen, der ein Graffiti gemacht hat. Es gibt ja den Unterschied zwischen geile Graffitis und dann gibt es den Unterschied zwischen sowas hier, ne? Das ist total lächerlich hier. Na, wobei man das hier oben dann noch einigermaßen sehen kann, ne? Aber die anderen Sachen, die dann teilweise hier zum Beispiel so ein Penis an der Wand geschmiert, das verstehe ich gar nicht. Oder hier. Ne? Das ist so ein Schwachsinn, was meiner Meinung nach eigentlich an den Wänden nichts zu suchen hat, aber ja, so ist es halt nun mal. Man kann es nicht ändern. Aber nichtsdestotrotz, es ist trotz all dem, sei mal ein schöner Lost Place. Innen drin habt ihr ja gesehen, wie viel, ja, sag mal, Versorgung da eigentlich an den Tag gelegt worden ist, beziehungsweise was heißt Versorgung, beziehungsweise was für ein Riesenaufwand die Amis hier betrieben haben. Die Kühlräume waren ja mega groß und man dachte, Alter, ist ja unfassbar, wie riesig. Na? Schon krass. Das ist schon echt krass. Jetzt starte ich halt gerade mal wieder eine Tour. Mega. Freue ich mich voll. Hier geht es dann auch weiter. Also es gehört auch noch zur ehemaligen Anlage. Das ist schon Wahnsinn, wie groß das Gelände ist. Also hätte ich so nicht erwartet. Aber es hat alles schon ziemlich runter. Ne? Leider sieht man halt nicht mehr viel. Ne? Alles schon ziemlich runterkommen. Leider. Dusche. Dusche ist immer wichtig. Ja, wie gesagt, leider Gottes ist das Ding schon ziemlich runtergerammelt. Seht ihr, hier oben alles kaputt gemacht und so. Sämtliche Sachen rausgerissen. Aber gut, für mich dachte ich, ich nehme das mal mit, weil es bei uns in der Nähe ist. Ne? So, das ist jetzt die letzte Location. Und zwar, wenn das vielleicht einige von euch kennen, das ist
Ein Gutshof. Das ist scheiße, wenn man sich das so anguckt. Ne? Das ist zugemauert. Aber ich habe einen Eingang gefunden und ich bin drin. Schon verrückt, ne? Graffiti. Krass. Absolut krass. Schaut euch das an. Also der rottet schon vor sich hin, aber noch viele Sachen da. Komplett crazy. Komplett verrückt. Schaut euch das an. Wahnsinn. Können, weil das hier oben ist das Dach, wie ihr seht, und hier oben ist schon alles rotten, alles schon runter. Geiler Scheiß. Mega. Mal auf euch wirken. Das ist echt ein riesen Grundstück, das hat auch einfach vor sich hin verfällt. Hier sind schon komplett Risse im Beton. Ich glaube, da werde ich ein bisschen aufpassen. Schaut euch das an. Krass. Komplett verrückt. Auch immer das hier war. Wenn es jemand von euch weiß, soll es mal in die Kommentare schreiben. Ich habe keinen Plan, was das hier ist. Das ist auch mega, dieser alten Sandstein. Das ist schon durch, komplett verrückt. Schaut euch das an. Alte Treppen. Die sind echt krass. Also im Keller war ich auch. Habe ich auch jetzt kein Video gedreht, weil der Keller ist komplett nass, ne? Schon verrückt. Guckt euch das an. Hier steht noch eine alte Maschine. Schon geil, dieses alte Gewölbe. Heftig. Graffiti, wie halt immer so ist, ne? Und hier sind wir jetzt im Keller. Also in einem Bereich davon zumindest. Schau euch mal an. Krass, war scheiße, oder? Altes Becken. Schon heftig. Hier hinten geht es dann nicht mehr weiter, sehe ich gerade. Was auch immer das hier war. Schon verrückt. Da hinten ist noch so ein Durchbruch. Hier ist noch was. Der Hasen. Käfige würde ich unterhaften. Schaut euch das an, Alter. Das geht weiter und weiter. Das ist vollkommen verrückt. Schaut euch das an. Da hinten geht es auch weiter. Krank. Das Ding ist wirklich riesig. Das ist wirklich
heftig, wie groß das ist. Kranker Scheiß. Ja, ich würde sagen, das war's dann. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Bis zum nächsten Video, hätte ich gesagt. Ja, das ist jetzt der Schluss meiner Tour. Ich verlasse das Gebäude wieder. Und ja, würde sagen, man sieht sich. Bis dann.